Hallo Leute, mein Name ist Rose und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werden wir zur Folge 198 von Boruto eine Review machen. Ab jetzt wird es auch jeden Sonntag oder Montag, so wie es zeitlich passt, eine Review zu Boruto geben. Ich möchte noch kurz sagen, bevor die Review beginnt, ich werde sehr grob oder auch manchmal detailliert auf die Review oder auf die Folge eingehen. Aber ich werde auch sie versuchen schnell zu halten, dass sie so um 5 bis 6 bis 7 Minuten Takt ist, weil ich finde es cool, wenn die Review etwas kompakter ist. Und am Ende der Review werde ich immer eine Benotung der Folge geben von einer 1 bis zur 10. 10 ist gut, 1 ist schlecht, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Und damit würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit der Review zur Folge 198 Monster an. Am Anfang der Folge sehen wir erstmal, wie Delta, die gerade in der Luft ist, Kawaki findet. Dann fliegt sie halt logischerweise gleich zu Kawaki hin. Und Naruto sagt dann direkt, weil er sofort merkt, dass es ein starker Gegner ist, zu Kawaki, Boruto und Himawari, sie sollen gehen. Kawaki erklärt ihm dann noch kurz, dass es Delta, sie ist ein Mitglied von Kara und im Kern, also ist sie sehr stark. Naruto tut das direkt sehen, dann beginnt schon der Kampf. Die beiden geben sich einen kleinen Faustkampf oder einen Taijutsu-Kampf, wie ihr wollt. Nach kurzer Zeit geht Naruto direkt in den Biju-Modus, weil er sieht, dass Delta stark ist. Und dann auf einmal trifft Delta ihn mit ihr Ninja-Werkzeug. Sie ist genauso wie Kawaki aufgebaut, sie hat überall Ninja-Werkzeug. Wie wir sehen, in ihren Beinen tut sie so eine Kralle ausfahren, mit der sie auch Naruto in der Folge trifft im Bauch. Und sie kann Ninjutsu aufsaugen, wie wir auch sehen, wie sie Narutos sein Rasengan aufsaugt. Naruto hat dann durch die Kralle, die sie aus ihrem Bein ausgefahren hat, eine starke Bauchwunde, wo wir dann auch sehen, dass sie Naruto mitnimmt. Ich habe mir in diesem Moment direkt gedacht, Naruto kann sich doch wegen Kurama regenerieren. Macht er nicht, aber macht er dann auch, wie gesagt, dann Laufe der Folge. Dann sehen wir, wie Delta dadurch dann im Vorteil ist, aber wie wir Naruto kennen, er hat das alles nur so gespielt, dass er schwach wäre und stark angeschlagen ist durch diesen durchbohrenden Magen, weil er Informationen wollte, denn er wollte aus Delta herauslocken, warum sie Kawaki wollen. Delta ist aber sehr, sehr schnell darauf gekommen und hat zu ihm gesagt, ich fall darauf nicht rein. Und Naruto steht dann auf und regeneriert sich, weil warum sollte er dann weiter versuchen, Infos rauszuholen, wenn Delta es schon herausgefunden hat. Und dann sehen wir, wie der Kampf in die zweite Runde geht. Naruto macht jetzt ernst, er will ja jetzt keine Informationen mehr rauslocken, sondern den Kampf gewinnen. Dann sehen wir, wie die beiden gegeneinander kämpfen und wir sehen, wie Delta das Rasengan, was sie von Naruto aufgesaugt hat, auf Naruto zurückschießt. Sie trifft ihn natürlich nicht, weil Naruto ist ein Badass, er lässt sich von seinem eigenen Rasengan natürlich nicht treffen. Und dann sehen wir, wie die beiden weiterkämpfen und Naruto langsam realisiert, dass es ein schwerer Kampf wird, denn er schießt ihre Beine mit einem Rasenschuriken kaputt, aber sie tut sie sofort wieder regenerieren und daher überlegt sich Naruto einen Plan, wie er Delta trifft und sie besiegt, aber es wird schwer, weil sie halt Ninjutsu aufsaugen kann und sein Plan ist, sie höchstwahrscheinlich mit einem Ninjutsu auf ihren Torso zu treffen oder auf ihren Oberkörper, um sie zu besiegen und Boruto will sich dann in den Kampf einmischen, so wie er ist. Aber Gott sei Dank ist unser Boy Kawaki da und er sagt zu ihm, yo, misch dich nicht ein, wir sollten dem Hokage nicht in die Quere kommen, denn wir würden ihm nur im Kampf den Kampf noch schwerer machen. Denn laut Kawakis Aussage ist Naruto im Vorteil, ist er auch. Naruto tut mit ihr tanzen, er kämpft mit ihr so, dass er weiter weg von den Kindern kommt, um sie zu beschützen. Und Kawaki sieht auch, dass Naruto diesen Kampf gewinnen wird und Boruto soll sich raushalten. Was Boruto wieder nicht passt, aber Himawari tut ihn dann wieder zurückholen und sagen, yo, er hat recht und Boruto sagt dann nur, er sollte das auch mal ein bisschen höflicher sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank hat Kawaki gesagt, Boruto soll sich nicht einmischen. Sonst wäre das alles noch viel, viel schlimmer gelaufen. Dann läuft der Kampf halt weiter und auf einmal schießt Delta einen Strahl aus ihren Augen, der eine sehr starke Zerstörungskraft hat. Naruto ist ihm ausgewichen und der verhindern soll, dass Naruto sich regenerieren kann, weil dieser Strahl zerstört Zellen. Das tut auch Kawaki dann auch Boruto erklären, warum dieser Strahl so gefährlich ist für Naruto. Und Naruto tut aber direkt daraus schlussfolgern, dass dieser Strahl sehr, sehr viel Chakra opfert, was einfach so ist. Das hat Delta dann auch bestätigt. Also Delta sagt dann auch, das stimmt, aber ich muss dich ja nur einmal treffen. Da habe ich mir dann in der Folge gedacht, triff erstmal Naruto in seinem Biju-Modus. Dann geht der Kampf noch ein bisschen weiter. Dann sehen wir halt, Naruto hat die Überhand des Kampfes. Und dann, als Delta dann auch realisiert hat, sie wird Naruto so leicht nicht treffen mit diesem Strahl, greift sie die Kinder an und schlägt Boruto weg. Damit ist ja Naruto abgelenkt und sie packt sich Himawari und wirft Himawari dann in die Luft und Naruto rettet seine Tochter oder versucht es. Und als er in der Luft ist, ist er ja offen und das war für Delta die
Gelegenheit, um ihren Strahl auf Naruto zu schießen, aber niemand hat mit unserem Boy Kawaki gerechnet. Er springt hoch und wehrt die Attacke oder den Strahl von Delta ab und opfert seinen Arm für Naruto und für Himawari und fliegt dann runter. Und wir sehen, wie sein Arm dann sehr stark verletzt ist und Boruto und Himawari gehen direkt zu ihm hin und Naruto. Und dann sagt Kawaki einfach nur zu Boruto, sind wir jetzt quitt wegen der Vase? Wo ich mir einfach denke, er opfert seinen Arm und das war einfach nur eine Vase, die kaputt gegangen ist. Und Kawaki fragt einfach, ob sie jetzt quitt sind. Da sehen wir schon diese Charakterentwicklung von Kawaki. Und dann sehen wir einfach nur noch am Ende der Folge eine sehr, sehr wütende Delta, die sehr wütend ist halt. Und das wäre es eigentlich mit der Folge. In der nächsten Folge geht der Kampf Naruto gegen Delta weiter. Und ich muss einfach sagen, für mich war diese Folge einfach eine, sagen wir mal, 8 von 10. Denn ich hätte mir ein bisschen bessere Animationen gewünscht. Das war ein Meckern auf hohem Niveau. Die Folge war saustark. Man kann nichts sagen. Also ich fand sie sehr geil. Das Ende mit Kawaki, dass Kawaki auch sagt zu Boruto, er soll sich nicht einmischen. Dann, dass Naruto einfach am Anfang so tut, dass er schon stark verletzt ist. Aber wir wissen ja alle, er kann sich regenerieren. Von daher ist für mich diese Folge eine 8 von 10. Und damit würde ich auch sagen, das wäre die Review zu Folge 198 von Boruto. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, euer Rose.